was sind wir uns heute Abend andauernd am Bedanken? Ne? Schon wieder ein Dankeschön an unsere nächsten Gäste. Die Gäste, die jetzt hierher zu uns kommen, sind zwei ganz, ganz großartige Künstler. Auch schon ganz, ganz lange im Showgeschäft. Sie haben den Hühnern vor 40 Jahren das erste Mal die Bretter, die die Welt bedeuten, in ihrer eigenen Fernsehshow geboten. In der Show durften sie auftreten. Die beiden haben an die Hühner geglaubt. Und heute haben sie den unglaublich weiten Weg, die Anreise von Sulzbach-Rosenberg hierher in Kauf genommen, um für und mit uns gemeinsam zu singen. Sie sind die größten Schlagerstars, die dieser Planet bisher gesehen hat. Hier sind sie, die unvergleichlichen Wolfgang und Anneliese. N-A-C-H-A-A-O-S-E, das heißt nach Hause, die Hektik hat dort Pause, such ich auch in der Fremde mal mein Glück, die Heimat ruft mich stets zurück. V-A-T-E-R-L-A-N-D-S-L-I-E-B-E, ja, das heißt Vaterlandsliebe für den Ort, wo ich so gern liebe, wo Berge, Wälder und der Wind für mich die besten Freunde sind. U-N-G-A, S-T-F-R-E-U, N-D-L-I-C, H-K-E-I-T, ja, das heißt Ungastfreundlichkeit. Bin ich fern von hier auf Leid, doch komm ich endlich wieder an, empfängt man dich mit offenem Arm. So sieht's aus. A-U-S-L-A-N-D-S-K-R-A-N-K-E-N-V E-R-S-I, C-H-E-R, U-N-G-S, V-E-R-G, L-E-I-C-H, ja, das heißt Auslandskrankenversicherungsvergleich, da ist die Auswahl nicht so leicht, ein guter Arzt tut in der Fernort Not, wenn ich das Heimweh zu zerreißen. Hey! Gemein! Ja, servus, Köln! Ja, grüß
Schlager, Freunde. Was ist hier los in Köln? Macht schnell ein bisschen Lärm hier. Meine Güte. Ja, das ist fundig, mein. Anneliese. Wolfgang, das läuft doch. Wir haben den Saal doch im Griff. Das war wunderbar. Ja, liebe Freunde. Das muss man sagen, wir sind euch wahnsinnig dankbar, dass wir bei euch heute hier sein dürfen. Dankeschön. Herzlichen Dank, ihr rheinischen Verrückten, dass wir hier sein dürfen. Weil ihr seid richtig gut drauf, habe ich einen Eindruck, gell? Wir freuen uns, hier sein zu dürfen. Auch Dankeschön an die Black Fuzz. Das ist schön, dass... Anneliese, bist du wahnsinnig? Das sind die Paveier. Hallo? Hallo? Ja? Höhner. Ja, jetzt erkenne ich dich wieder. Ja! Oh, das ist der Henrik, das sind die Höhner, ja, gell? Ja, natürlich. Ja, Harald. Das ist doch mein alter Schnauzbartschwager. Du, sag mal, ja? Wo ich dich hier so sehe, ja, Heinrich. Du, wir haben ja noch ein bisschen eine Geschichte. Hey, Henrik, wir haben ja noch ein bisschen eine Geschichte, mein Schatz. Du erinnerst dich damals an unseren großen Hit, den ihr... uns geklaut habt. Ja. Da musst du jetzt gar nicht so machen. Ihr habt uns den gestohlen. Und mir, sind wir denen noch böse oder was? Na, ich weiß nicht, wir sind natürlich nicht hier, um alte Rechnungen zu begleichen. Wir wollen ein bisschen Spaß haben und wir beide wollen ein bisschen abkassieren. So, deswegen, weißt du was, Wolfgang, wir sind doch so gut drauf. Ihr seid doch auch alle richtig gut drauf. Habe ich das richtig schon, gell? Ja. Dann, wir machen das jetzt so. Wir singen das Lied, was die Höhner uns damals gemopst haben, einfach noch einmal in der Originalversion. Und zwar auf Bayerisch. Auf geht's, Burm! Echte Freunde! Echte Freunde, die stand Samba, die stand Samba wie ein Weißwurst und ein Bier. Echte Freunde, die stand Samba, halt trinkt man mit da, hoch, halt trinkt man hier. Liebe Anneliese. Dankeschön, liebe Freunde. Das nennt man ein Bützhaus. Bützchen, ihr dürft uns jetzt nicht weggehen. Was ist? Euer Einverständnis vorausgesetzt, auch wenn die beiden zwei waschechte Bayou-Waren sind, haben wir es uns nicht nehmen lassen, statt Blumen mit einem echten Pass, wurde von dir einen Pass für Anneliese, nicht irgendeinen Pass, sondern den Kölschen Pass, auch für Wolfgang. Meine Damen und Herren, Sie sind eingemeindet, ihr seid Schlager, jetzt Kölsche! Ihr seid Kölsche! Servus Düsseldorf, gute Nacht! Der Kölsche Pass!